Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Age of Mythology Singleplay Kampagne. Und wir spielen heute die Mission 8 und die heißt Schlechte Nachrichten. Auf geht's. Das ist doch nicht... Chiron, habt ihr euch verirrt? Gewiss nicht. Ich habe diese Straße oft genommen. Dies hier habe ich jedoch noch nie gesehen. Es wurde erst vor kurzem gebaut. Die Kanten der Steine sind noch nicht verwittert. Ein normaler Bandit baut so etwas nicht. Wo sind die Männer aus Ioklos? Dort drinnen vielleicht? Finden wir es heraus. Finden wir es heraus, Freunde. Kundschaftet das Gebiet aus und findet heraus, welche Rohstoffe es hier gibt. Eine unserer beiden Basen aus. Wir haben nämlich zwei Basen nämlich schon. Klar. Wir richten die Lager für Alexander Kantos und kämpfen sich bis zur Mine durch. Die Mine ist hier oben. Dennoch haben wir eingestellt, die Mission, jetzt von Garenz ist direkt die Mission für die Mission zu beenden. Quasi, also die klassische Mission. Und wie ich mal wieder merke, kann man mit der Maus nicht scrollen. Sehr gut. Das heißt, wenn wir schön in der Mini-Punkt klicken, damit bin ich ja auch einigermaßen gewöhnt. So haben wir jetzt also zwei Lager, statt einem wie sonst immer. Eine Besonderheit ist, dass es hier zum Beispiel sehr wenig Holz gibt. Oder ich sehe jetzt erstmal gar kein Holz. Und hier gibt es hier eine Menge Holz, aber dafür sehe ich hier keine Nahrung und kein Gold. Also müssen wir das ein bisschen hier strategisch aufteilen. Hier ist wieder Gold, hier ist wieder Nahrung. Aber hier wächst kein einziger Baum. Deswegen müssen wir unser ganzes Holz von hier unten beziehen. Und hier und hier unsere ganze Nahrung und so weiter. Und Gold. Genau. Dann fangen wir erstmal an mit der Produktion zahlreicher Dorfbewohner. Der wir gar nicht genug haben. Und der wir auch hier im Benzin hier. Haben wir schon einen Kornspeicher? Nein, leider nicht. Ich will schon einen erbauen, aber da hinten, damit wir nachher nutzen können, um da die Sträucher zu ernten. Da ist schon mal eine Mauer. Schon mal ungünstig. Die reißen wir erstmal ab, weil die mir auf die Decke geht. Die ist das gleiche. Ich frag mich, wie man hier reingekommen ist, wenn hier falsche Mauern sind, aber keine Ahnung. Das hat dann irgendwie der liebe Gott so veranlagt. Unser Zeus. Mittlerweile bitten wir scheinbar selber auch Zeus an. Und da kommen auch schon ein paar Feinde, um ihre Mauer zu retten. Oder kommen sogar einige Feinde. Hat schon ein bisschen zurückgeholt, tut mir leid. Das ist aber bei so Spielen wie Mythology immer so eine Sache. Da weiß ich nie, woran das genau liegt, aber ist halt so. Mit dem Taus kann man noch töten. Und dann direkt weiter die Mauer einreißen. So, hier oben sind wir auch bald durch mit der Mauer. Sehr gut. Halten sie komplett ab. Haben wir einen Laden was zu tun. Und dann kann man auch schon mal anfangen, ein paar Gebäude zu bauen. Und zwar, Moment, wir haben Minotaurus, das heißt unsere Infanterie ist stärker. Das ist bei dem Gott A, was das ist Quatsch, welcher Gott ist denn das nochmal bei Minotauren? Ich weiß, Hermes sind Kentauren und Ares sind Zyklop. Athene, ne? Athene war glaube ich Minotauren. Genau. Auf jeden Fall ist unsere Infanterie stärker, wenn wir diese Göttin anbieten. Und angebietet haben schon, wollte schon vorgegeben von der Mission scheinbar. So, das heißt, wenn wir unten lecker sind, dann bauen wir zwei Basen haben, die wir auch beide verteidigen müssen. Dann können wir eine Waffenschmiede bauen. Eine Waffenkammer. Und da schon mal die ersten Sachen mal entwickeln. In der Zeit die vergessen doch wohl auszubilden. Und hier unten haben wir noch einen Helden. Das heißt, wir machen hier seinen Jason-Held noch hin, weil hier haben wir nämlich Arcanus und Chiron und hier nur Ajax. So, hier kann man noch Holz sammeln. Dann tun wir das auch zumindest fleißig. So, ihr wollt die Lagerhaltung weiterentwickeln, damit unsere Ziegen schnell gemästet werden. Die können ja bis zu 300 Gold mästen. Gold, 300 Nahrung mästen und nach jeder Menschen. So, schauen wir gerne die Goldeinkommende. Machen wir erstmal hier unten. Weil da hinten ist safe und wir nachher im Krieg stehen, dann können wir da sicher Gold abbauen. Während wir hier vorne erstmal um die Rohstoffe kämpfen müssen, ich befürchte. Von der riesigen feindlichen Armee werden wir sie noch schlagen können. Oder kommt noch Verstärkung von der feindlichen Armee. Aber ich glaube, wir können die ohne Verluste töten. Super. Das ging ja schon mal ganz gut. Jetzt sind wir hier. Weil die ganze Mauer war kaputt, wie gesagt, weil die Eltern halt sonst nichts zu tun haben. Und dann kann man auch schon die ersten Opliten ausbilden. Die Passpisten, also die Einheiten stark gegen
Kavallerie sind, können wir ja nur... Ach Gott, schon die starke Infanterie sind, können wir ja nicht ausbilden. Vielleicht erst im nächsten Zeitalter. Da brauchen wir mehr Rohstoffe, dafür brauchen wir mehr Dorfbewohner. So, hier unsere ersten Bergsträucher sind schon abgeerntet. Die können also jetzt hinten die Bergsträucher begeben. Oder auch mal ein paar an der Goldmine hier unten. So. Holz haben wir, glaube ich, genug. Hier brauchen wir gar keinen Dorfbewohner mehr. Allerdings müssen wir uns jetzt mal hier in den Wald begeben und da eine Lagerhütte bauen. Lagerhaus, wie das heißt. So, die auch noch. Ja, das ist mit dieser Maus hier. So ätzend, das ist keine Ahnung, warum das immer liegt, dass man nicht mit der Maus hier am Rand scrollen kann und manchmal schon, also das ist echt ätzend. Manchmal ein paar Felder. Manchmal ein bisschen Gold einkommen haben. Und ihr könnt auch gerne mit Maus eingreifen. Ihr beiden solltet das eigentlich nicht tun, also das ist die Info. So, was sagt denn die Waffenkammer? Die ist fertig, sehr gut. Ah, hier können wir noch sowas weiterentwickeln von unseren Infanterieeinheiten, aber das können wir gerne machen. Habe ich nichts gegen. Ist der Rest schon weiterentwickelt. Jawohl, so einer sind schon auch mittel, also mittlere. Und das ist im klassischen Zeitalter. Das heißt, diese Marke war aufgerüstet automatisch schon. Da ist schon mal ein guter Anfang. Wir brauchen Gunst. Das heißt, hier können wir noch mal ein paar Dorfbewohner ausbilden, die nochmal den Templer beten. Sagen wir mal 5. Und hier, ja, wir jetzt gucken. Vielleicht auch die Bärenschreicher ausgehen, dann können wir die Ziegen noch töten. Und immer noch nicht so viel Nahrung bieten, aber muss man jetzt nicht mal leben. Am besten direkt am Anfang gemacht, diese Weiterentwicklung. Also Kornspeicher und Lagerhaltung entwickelt. Aber man kann ja nicht alles haben. So, hier schön weiter ausbilden. Da auch, damit wir auch beide Basen halten können. Und weiter unsere Wirtschaft ausbauen können. Hier kommen auch nochmal ein paar. Ausbilden, die schicke ich einfach dann schon mal zu der Ziege her. Die von oben kommen dann gleich sowieso nach. So, die Maus wird auch gleich ganz kaputt endlich. Das ist schon mal aus den Füßen. Nur soll es mal hier erkunden. So, schon mal keine Mauern mehr, die uns hier irgendwie eingrenzen könnten. Dann haben wir eine Nase jucken, immer noch ein bisschen erkältet. So, jetzt geht wieder. Jetzt ist wieder halbwegs erträglich. Jetzt wollen wir wieder zocken. So, was machen wir als nächstes? Noch mal Dorfbewohner ausbilden. Wenn nämlich ganz nächstes Zeitalter vor mir wirklich zu einem Angriff aussitzen. Können wir jetzt mal ein bisschen vorrücken, mal gucken, was da so kommt. Aber noch nicht jetzt wirklich bis hier oben durchmarschen können wir nicht, weil da ist noch einiges im Weg. Kann ich schon mal so sagen. Zum Beispiel diese riesige Armee hier schon wieder. Ah, wir müssen uns trotzdem die Leute zu den Ziegen schicken. So, hier auch. Oh, hier kein Turm angreifen. Und Fernkampf angreifen schon da drauf. Und die Passpisten ein bisschen auch. Ganz gut aus. Den Turm müssen wir da machen, weil er macht relativ viel Schaden. Jawohl. Im Vergleich zu normalen Einheiten. Hier kommen wir auch schon zu den ersten Gebäuden durch. Schön ein paar Soldaten nachproduziert auf beiden Seiten. Dann passt das auch soweit. Gut, was haben wir hier? Da können wir noch weiter ein bisschen vorwaschen. Moment, da vorne ist ein, das ist eine Festung. Also wir ziehen jetzt erstmal zurück nach hier vorne. Haben wir doch schon mal gut die ersten Gebäude zerstört. Schon mal viel wert. Und da ist auch ein Turm. Das heißt, wir wachen jetzt selber Katapult haben oder sowas, bis wir da wirklich weiter vorrücken. Können wir nämlich aus der Entfernung sicher die Festung und hier in diesem Fall den Turm abreißen. Wir brauchen noch hier eine Nahrung. Und dafür noch mehr Dorfbewohner. Das ist ein Kreislauf, das ist ein ewiger Kreislauf mit den Dorfbewohnern. So, mittlerweile haben wir auch mal ein bisschen Gutes im Tempel zusammen. Das ist schon mal ganz praktisch. Wir haben auch ganz gute Nahrung mittlerweile. Also ganz gutes Einkommen bei Nahrung. Wow, das ist super erkannt. Hier gibt es generell mehr Holz auf der Seite. Das heißt, hier können wir Holz abbauen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber gut ist das auch. So, Kavallerie braucht man nicht. Bogenschützen. Ah, das ist schwierig. Na gut, die Skylassi, die würden uns gar nicht nutzen, wenn wir auf diesem Map gar kein Wasser vorfinden. Und der Unterweltzugang hat schon was, wenn man so zwei Basen hat und dann hinterher teleportieren kann. Außerdem, magischen Tempel der Heilung sehr. Da werden die Einheiten in des Tempels geheilt. Also beten wir den Apollon an. Schluss aus. Apollon wird uns eingebetet. So, können wir hier was weiterentwickeln? Jawohl, hier können wir schon weiterentwickeln, aber ich brauche dafür mehr Rohstoffe. Hier kann man nochmal den hier machen, wenn wir Holz haben. Gut, ein paar mehr Gebäude bauen wir mal auf. Ich will noch eine Kaserne.
Und dann haben wir ja gleich Apollon anbieten, nochmal zwei Schießanlagen. Das können wir uns auch alles leisten, wenn wir so viel Holz haben. So. Ganz auf der Seite auch hier. So, das dürfte erstmal langen für ein bisschen mehr Produktion an Soldaten. So, du kannst auch gerne hier weiter sammeln und nicht voll rumstehen, das wäre ganz schön. Und dann können wir auch schon die ersten Einheiten hier ausbilden. Und dann müssen wir schon die ersten Häuser bauen. Wird ja auch mal Zeit hier. Ja, genau, da wird es mir auch angezeigt. Hier unten am besten oder einfach hier am Rand. Das war auch schon, wir können jetzt zwei Häuser bauen. Oh, hier links haben wir etwas größere Truppe. Wir haben gerade keine Einheiten dafür. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil wir links ziemlich ausgegeben haben. Einer muss auf das scheiß Katapult gehen. Das ist verschreckend. Oh, das könnte schon relativ eng werden. Ein bisschen aufpassen jetzt. Schnell Einheiten ausbilden. Aber ich glaube, dann überleben wir vielleicht sogar nur. Scheiße. Okay, einer kann gleich mal in die Basis zurückfallen. Oh, es könnte schon eng werden hier unten. Das ist kacke gelaufen. Wir können aber direkt mal den Zauber einsetzen. So und so. Dann schicken wir ein paar Leute rüber schnell. Und dann mal ein bisschen verstärken. Das ist klar, Apollon, dieser Zauber, vor allem dieser Map, ist ja sehr nützlich. Mit dem Bauen hier in so einer Festung ist eigentlich schon egal, weil die können die alle durch dieses Portal hin und her schicken. So, dass wir jetzt hier das doch noch überleben können. So. Ja, mit der Armee darf man wohl abhalten können, den Angriff. Das darf nicht kaputt gehen. Das kann ich nämlich kaputt schlagen. Kann man, glaube ich, nicht reparieren. Wenn ich das im Kopf habe. So, das heißt aber auch, dass der... Ja, die beiden hier rübergehen und auch ein guter Teil der Einheiten. So. Jetzt können wir mal die ganzen Gebäude sagen, wo sie alles hinschicken sollen. Ich hier so hin. Wir haben relativ wenig Holz, ein bisschen stört. Das heißt, wir schicken noch ein paar Doppelwürde dahin. Ja, irgendwo hier in den Wald, keine Ahnung, hier hin oder so. So, die Festung ist auch im Bau. Sehr schön. So. Ja, so, jetzt. Okay, unsere ganzen Ziegen sind weg. Also haben wir jetzt erstmal keine dicke Nahrungsquelle mehr. Ein bisschen auf Felder gehen. Ich bin da mega Ruckleidung. Achso, lol, das kann irgendwie nicht weiterlaufen. Egal. Das heißt, wir werden mal Großteil rüber schicken mit zum Holz sammeln. Wir jetzt immer Holz brauchen, ein Feld kostet nämlich 75 Holz. So. So. Geht ja auch noch rüber. Aber erstmal genug beim Holz. Und die hier werden dann gleich noch mehr Felder anlegen können. Ach, das ist ein langweiliger Teil. Let's Plays von Anthropology, da kann man nämlich nicht viel zeigen. Da muss man einfach so eine Wirtschaft ausbauen. Wir können hier ein bisschen weiterentwickeln, zum Beispiel die Waffen, das wäre schon mal ganz praktisch. Was ist denn hier wieder alles los? Achso, ja. Ich habe schon ganz weggeschickt, die Leute hier rüberkamen. Ich darf erstmal genug Leute haben, die Holz sammeln. Das dürfte ich mal behaupten dürfen. Ja, wir können auch den Tempel weiterentwickeln, das heißt, ich mache auch direkt gleich ein extra Tempel hier vorne hin, wo meine Armee immer steht, damit die immer geheilt werden. Auf der anderen Seite bitte genauso, ist sowieso gar kein Tempel. Und nicht so super ist. So. Und einer von hier unten. Gleich genug Holz haben. Baut ja. Sorry. War schon ein Tempel. Ich bin ein bisschen erkältet. Ah, das kriegt immer auf. Oh. Die Wintertage so. Kann ich mal vorkommen, dass man erkältet ist, vor allem ist ein Fenster ja auf. Darf eigentlich nicht sein, wird das scheiß Fenster aufgemacht. Ist arschkalt hier. Man. Ärgerlich ja. Alles super vorbereitet hier. Leckt mich am Arsch. So. Und genug davon. Wir haben jetzt haben wir wirklich Einheiten damit voll. Also ich cancel mal die Ausbildung hiervon. Ich hätte gerne hier ein verdammtes Katapult. Wie viel kostet das? Es kostet 3 Bevölkerungseinheiten. Das heißt, wir werden 2 Soldaten töten müssen. Dann nehmen wir uns einfach mal, weil wir faul sind, den hier. Sterb du mal. Und noch irgendeinen anderen. Den hier. Ich weiß, mein Tempel heilt dich alle. Aber jetzt faul. Ich will dieses Katapult haben. Genau, oder Petrobolus, damit das schon mal die Festung erreichen kann. Gestört, rücken wir alle ein bisschen vor dafür, nach hier vorne. Hat er es wieder aufgebaut, aber er ist nicht abgerissen. Ich glaube, er ist nicht abgerissen. Du greifst die Festung da hinten. Dann sichere Entfernung und wenn die gegnerischen Einheiten kommen, dann kann meine Armee die hoffentlich ein bisschen abfangen. Boah, so ein bisschen mehr ab hier, dass man immer komisch mit dieser Maus hier immer in die Minikarte klicken muss. Ihr bleibt hier, wenn sie nicht kommen. Da kommen sie, alles klar. Wir sind aber bereit. Diesen Angriff. Wir dürfen nur den Check auf den Katapult gehen. Gut.
Und ich glaube, ich könnte noch einigermaßen schaffen hier. Mit dem Behalter mittlerweile auch. Wäre mal ganz schön. Das war ich hier gerade drin. Aber egal. Wir müssen jetzt mal so ein bisschen konzentriert. Ihr geht dann mal weg. Wir hätten nämlich alle schön von der Festung angehittet, falls ihr bemerkt habt, ihr schlauen Soldaten. Wenn ihr alle wieder wegschickt ein Stück und dann die Bunkern sind noch hin, weil die können dann noch aufschießen. Ja, das ist schön, wenn man die ganzen Soldaten immer neu einstellen muss, was sie machen sollen. Das heißt, wir sind auch jemand kaputt. Und hier kommt ein größerer Angriff. Dann schon auf 80 jetzt. Aber den kann man sogar abwehren. Sehr schön. Machen wir ein bisschen Platz für Katapulte und so ein Scheiß. Das ist doch schon mal ziemlich praktisch. Also wir können direkt mal ein bisschen vorrücken. Endlich können wir ein bisschen vorrücken. Wir haben mal Zeit hier. Und mit sehr viele Rohstoffe. Lassen wir jetzt die Sachen hier weiterentwickeln. Und man hat nachher vergessen. Das ist nämlich ganz wichtig. Wenn die Bevölkerung voll ist, kann man auch weiter produzieren. Weil sowieso wenn Welt sterben, kommen Menschen nach, heißt immer. So, hier brauchen wir auch einen Katapult. Oder aber wir lassen jetzt unsere ganze Armee da tanken. Dem Wall da hinten. Machen wir scheinbar auch. Ja, dürfte reichen. Wir müssen die ganzen Milizsoldaten aus dem Weg schaffen. Die können aber alle nichts. Wir hocken hier noch ein bisschen vor. Schon mal ganz gut. Haben wir schon mal ein bisschen mal erreicht. Oh, da stirbt er noch mit einem letzten Schuss. Und jetzt greifen wir die Mauer mal an. Wenn die Türme halt irgendwie mal ignorieren oder so. Mal ein bisschen da tanken. Weil wir sowieso genug Rohstoffe, um mir nachzuproduzieren, nehmen wir. Das ist nicht so schlimm. So, jede Menge Holz, jede Menge Holz. Ich lasse die 7 ja mal auf Holz sacken. Und gehen mal gescheit hier rüber. Und sammeln mal was anderes Holz. Sehr gut, die Mauer ist down. Das ist sehr gut. Die drei dürfen mal direkt auf den Turm gehen. Die hier dürfen auf den Minotaurus gehen, zumindest der Held sollte das tun. Weil der nämlich stark gegen eine ist, der Akantos. Wir sterben sogar hier, unsere ganze Armee. Aber wir können da produzieren, dürfen wir doch nicht vergessen, es ist da wirklich zu tun. So. Dann jetzt hauen wir mal ab. Hier vorne. Und die lieben Herren hier. Sammeln mal Gold. Wollte erst Holz sagen. Ja, sammelt einmal Holz. Gut. Noch Gold sammeln. Gebetet worden auf der rechten Seite. Wir müssen Ordnung drin haben. Besser koordinieren können und so. Ein Block geheilt jetzt endlich. Das ist ein Tempel. Wahrscheinlich immer nicht weiterentwickelt, was ich geguckt hatte. Waffen kann man nochmal gucken. Und dann eben ein bisschen vorrücken. Du kannst mal gerne den Tempel reparieren, weil der ist am Brennen, das ist nicht so gut. Wünscht man sich nicht in jeder Stadt einen brennenden Tempel, glaube ich. Nur in manchen Städten, weiß nicht. Gucken. Einige Mantikoren hier, das sind die Einheiten von Apollon, die kosten 300 Holz und 28 Kunst. Kann nur einen machen, theoretisch noch einen und noch einen. Aber wir haben ein Bevölkerungslimit voll, deswegen lassen wir Einheiten noch wieder vorrücken. Damit die wieder schön hier kämpfen und ein paar sterben, damit wir neue Einheiten produziert werden können. So, da hinten ist noch eine Goldmine. Die plündern wir natürlich auch noch. Danach müssen wir gucken, ob wir hier welche nehmen oder da welche. Aber erstmal da hinten die noch nehmen. Die können doch gerne hier mitten in den Krieg ziehen. Ihr seid nämlich Soldaten und kein Dorfbewohner. Du gehst nochmal beten. Da haben wir noch eine Siedlung, wo man neue Software drauf bauen könnten. Hier oben könnte man durch die Mauer hin. Da muss man doch nicht unbedingt, weil das ist irgendwas Besonderes. Wahrscheinlich nicht. Ja. So, die Festung auf der Seite wäre auch ganz praktisch, vor allem zur Verteidigung. Die hält ja auch einiges aus und schießt sehr starke Pfeile. Also auch gar nicht mal so schlechte Verteidigung geeignet. Wenn man so eine Armee irgendwie zusammenführen kann, das wäre ja ganz praktisch. Ich glaube hier vorne geht ein Weg nach rechts. Müssen wir ja rechts noch ein paar Soldaten ausbilden, aber jetzt allerdings Bevölkerungsmit voll. Das heißt, wir müssen mit dem ein bisschen hier vorrücken, weil die Raten nicht mehr haben. Ist der Dorfbewohner jetzt dabei oder? Oh, ne, da kommen welche. Nee. Wahrscheinlich bauen die Festung jetzt. Gut. Dann greifen wir noch den Turm an. Den Wachturm. Gucken, ob der Öl hat. Ne, aber selbst wenn es in zwei Türme ist, heißt, wenn wir den einen erbeuten können, wenn wir einfach Nahkampf sind, können wir den anderen nur noch angreifen. Und das dürfte aber allerdings reichen jetzt endlich, um das abzureißen. Du gehst noch mit. Du gerade noch gespawnt bist, so schön.
gibt ja mal die Pfeile generell besser oder Fernkämpfe, keine Ahnung, nennt Lichtbogen oder so. Erforschen. Die Waffen kann man auch vernichten mit dem Zeitalter. Wir können mal gucken, ob auch einen Marktplatz bald. Für die nächste Zeitalter, machen wir einfach da oben hin. Viele nutzen Menschen eh nicht außer fürs Handeln. Den Karawanen bin ich kein großer Fan von, weil ich weiß, dass von den Dorfwohnern her sowieso genug Gold habe. Das wird unbedingt Karawanen ausbilden. Aber du gehst mal kurz weg und später noch ein bisschen überlebst im Kampf und ein bisschen Schaden machen kannst, bevor du direkt stirbst durch den Tower. So. Und dann haben wir den auch down. Geht doch. Warum nicht gleich so, Freunde? So, ziehen wir hier mal mit dem zumindest mal ein Stück nach rechts. Ich glaube, hier können wir den bald kombinieren, so meinen Armeen. Allerdings liegt hier noch was vor uns, glaube ich. Macht der denn? Der ist fest oder was? Ja, super. Hat wieder einen super Platz bestanden. Oh, der hat uns bemerkt. War ganz schneller. Eine Armee. Vielleicht nicht so Premium. Aber da können wir zumindest eine Einheit produzieren. Hat also was Gutes. Wir können übrigens das nächste Alter. So. Mal wieder eine Seeeinheit, die wir nicht brauchen können. Kolossen sehr tanky, machen mehr Schaden an Gebäuden. Gold geht uns bald aus. Spieler der Götter ist ein sehr, sehr starker Zauber. Nehmen wir den. Weil Spieler der Götter setzt die Preise aller Entwicklungen der Waffenkammer auf quasi Spottpreise zurück. Und dann können wir einfach schnell alles erfinden. Und dann können wir gleich gut durchwaschen. Das ist wirklich sehr gut. Mit der Stadt, glaube ich, die stärkste dritte Zeitalter von Gichts, bis meiner Sicht. Spannende One-on-One hier, gewinnt erkannt das natürlich. Abschließend. Ah, sehr gut. Da kommt sie jetzt mit der Vereinigung. Hab schon noch gewackelt. Wir werden nicht so viel in der Festung tanken können, wir können einfach nach hinten gehen, sagen, nach Pult mache es auch alleine. Gerade das macht er den Turm alleine. Und ihr macht mir erst die Einheit, wo ihr euch Schaden macht. Und hier sind wir mit ein paar neue Einheiten gespawnt. Das ist schon mal sehr gut. Macht sehr, sehr viele Rohstoffe mittlerweile. Hatte ich euch nicht geraten, euch nicht einzumischen. Weiterentwickeln. Jetzt bekommt ihr den Zorn der Götter. Oh, scheiße. Ja, genau. Läuft alle den Turm rein, damit auch möglichst viele sterben. Oh, scheiße. Das könnte wehtun. Das könnte das wehtun. Gut, das Zentrum, brauchen wir das? Der Marktplatz ist am Arsch. Oh, unsere... Nein, nee, oder? Wir haben mit dem Zentrum hier die nächste Zeit erforscht, deswegen ist es abgebrochen. Aber auch ohne den Marktplatz können wir noch weiterentwickeln. Trotzdem werden wir das nicht brauchen, fällt mir gerade auf. Du passt mal lieber auf, dass du nicht stirbst. Können wir ein neues bauen. Weil es bringt ja auch sehr viel Platz mit der Bevölkerung. Deswegen vergessen wir gerade befestigte Dorfzentren. Wird auch die Bevölkerung klemmend erhöht. So. Ist auch bald down. Sehr gut. Oh. Hier schicken sie den Truppen vorbei. Die Basis ist ziemlich weit weg. Müssen wir die etwa aufgeben. Dann fehlen wir unseren ganzen Gold. Einnahmen gleich. Hier sind noch ein paar. Zumindest mal versuchen was zu reißen. Ansonsten ihr könnt versuchen über den... Ja, die werden uns hier zerstören. Dorfbewohner retten vielleicht, weil die hier durch den Eingang schicken, vielleicht überleben ein paar. Die können zwar nicht hinterher, aber wir können dann hier unten unsere starke Basis noch aufbauen. Lauf durch. Waffenkammer müssen wir dann gleich neu bauen. Und direkt machen. Komm durch. Noch leben alle 14. Und es kommen auch sehr viele durch, wie das aussieht. Der wird sterben. Aber es haben doch einige geschafft. 12 von 14, das ist eine gute Quote für so einen Angriff. Und dann können wir hier einfach weiter. Wir haben jetzt gar keine Goldquelle mehr, wir schicken Geld hier hin. Genau, ist auch ein Lagerhaus, oder? Jawohl. Sehr gut. Ja, hier wird alles kaputt gemacht jetzt. Kann man nichts dran ändern, Waffen kann man schnell beschwören. Die bietet ganz ein bisschen Gold. Dann sind wir so genug Rohstoffe, aber vor man später nicht vergessen oder so. Der kann aber sterben, den brauchen wir nicht. Und der kostet eine Bevölkerung. Das ist ein Speer. Kann nämlich nicht kämpfen, der Typ. So, wo ist unser Ajax? So, die sind hier oben, die Truppen. Okay. Lass uns das Dorfzentrum, das werden wir auch noch einnehmen gleich. Das ist auch, wäre auch super. So, erst schnell hier den Hammer erforschen, weil danach wird alles super billig. Müssen wir auf achten. Kann man gerade zeigen hier. 600, 600, 500, 500. Also jeweils Nahrung und Gold. Dann hier 500 Holz, 400 Gold. Alles ziemlich teuer. Könnt ihr selber angucken, unten links. Und wenn es dann fertig ist, zeige ich mal, dass alles ein bisschen billiger geworden ist. Warum ich den Zauber so sehr mag.
Das ist echt der Wahnsinn. So. Hier ein neues Dorfzentrum. Hier ist was Grünes. Das ist meist verbündet. Vielleicht war ja irgendwie mal was Verbündetes. Davon haben wir viel Schweine bekommen sonst. Und eine große Goldmine mal wieder. Das ist super. Heißt, hier haben wir auch genug Gold. So, die Häuser, die lassen alles stehen. Das wäre ganz nett. Jawohl, dann kann man nämlich hier auch noch etwas weiterentwickeln. Nämlich die Felder. Und hier nochmal auch nochmal rauskloppen. Und wie weit ist unsere Waffenkammer? So, jetzt ist alles ein bisschen billiger geworden. Und wir können hier meistens, jetzt gerade so wenig Gold, glaube ich, viel, aber sonst einfach komplett durchklicken. Das ist echt richtig krass. Dieser Zauber, der macht so viel aus in der Waffenkammer, wenn man sofort alles erforschen kann. Es dauert natürlich ein bisschen, aber es macht doch schon einiges aus, wegen den Preisen. So. Wie sieht unsere Armee-Nachschub aus? Aber wir haben hier nur Platz für neue Einheiten. Den nutzen wir doch am liebsten auch direkt. Und zwar den Einheiten. Spammen. Oh, eine größere Truppe. Und da vorne läuft auch noch eine. Die läuft aber sehr ungünstig in unsere Armee rein. Oh, oh, oh. Oh, oh. Das ist sehr schlecht. Das ärgert mich jetzt. Die wollen nämlich einiges ausrichten eventuell. Unsere Festung greift mit an, das ist schon mal gut, aber die haben einen Held, der Schlag gegen meinen Manticore ist, der wird uns auch schnell tot sein. No, lauf weiter. Ich könnte hier leider nicht mitkämpfen. Och Mann, ey, mich immer mal aufregt. Gut, hier haben sie überstanden hier oben. Gucken wir mal ein bisschen vor wieder. Oh, bis gucken, dass wir wirklich nachproduzieren. Und Nahrung finde ich gerade sehr krass. Da machen wir uns gerade wirklich dran. Also hier können wir noch ein paar Felder anlegen. Okay, gut, haben wir so gerade überlebt hier scheinbar. Der Rest hier wieder zur Goldmine schnell. Genau. Geht hier wieder ab. Oh. Und da den... Oh, verdammt. Es wird nochmal eng hier. Oh, oh. Scheiße. Zurück zu dem Dorfzentrum. Schnell. Oh, oh. Das könnte eng werden. Oh, das ist eine riesige Armee. Lauf da besser mal nicht hinterher, Akantos. Das wäre jetzt keine gute Idee. Oh, werden hier ein bisschen überrannt. Ein Stück zurückziehen besser. Guck mal, Ajax, schaffst ja wohl die beiden, ne? So, Nachschubarmee. Ihr müsst mal mittlerweile aushelfen können. So, mal wieder mit ein paar Rohstoffe. Schön diese Mantikoren hier. Rausschwemmen. Und auch mal wieder ein paar Infanterieeinheiten. Mal direkt nach hier schicken am besten. Die hier, die stehen einfach noch voll rum und kämpfen nicht mit. Das ist nämlich ungünstig. Man kann auch von hier oben mitkämpfen. So. Ajax macht hier noch vorne mehr in der Armee. Aber auch okay. Macht dann Katapulte kaputt. Kann schon mal nicht schaden. Hier ist fertig das Dorfzentrum. Das ist auch schon mal gut. Macht auch noch mehr Holz gerade momentan. Wir können mal hier ein neues Lager aufbauen, damit wir nicht so weit laufen müssen. Ja, auch nochmal. Sonst kacken wir nicht so weit laufen. Dann dauert es immer so lange, bis wir das Zeug bringen können. Die Nahrungs... auf jeden Fall die Holzressourcen. Ein bisschen Zeit, wenn wir da ein paar mehr bauen. So, machen wir weit bist du. Sehr weit. Super. Kann ich auch fertig, wie es aussieht. Oh, Ajax, alles platt da oben. Das ist super. Und dann messen wir eine kleine Armee endlich. Braucht ja aber sowas von Zeit jetzt. Dann waschen wir jetzt mal hier oben alles kaputt. Und dann sind wir auch bald hier oben. Puh. Das ist eine längere Mission. Ich merke das schon. Aber ich glaube, jetzt können wir so langsam mal reißen. Okay, Ajax, du kannst schon mal hier nerven, meine Mauer, ein bisschen abzulenken eventuell. Ansonsten habe ich hier auch erstmal genug Einheiten, um mir wirklich durchzuwaschen. Sehr gut, Plöckungslimit ist voll, das ist ein gutes Zeichen. Mal auf einen Bogenschützen noch schnell. Das sind die nochmal, Mann. Da habe ich einen Reh angeklickt. Und seine Gazelle heißt sie, glaube ich. Oh, spannender Kampf. Ajax gegen zwei. Aber er schafft das schon irgendwie. Ich glaube an Ajax. Könnte es eng werden, aber macht nichts. In der Zeit waschen wir unten extrem durch. Sehr gut. Reißen wir alles ab. Könnte der Zeit mir so Kolosse weiterentwickeln. Ich will jetzt alles mal direkt nach hier oben schicken besser. Hier ein paar Einheiten sonst da rumgammeln, das ist immer ungünstig. Ajax immer noch Fleisch am Kämpfen, wenn wir unsere Armee zur Unterstützung von links zu Hilfe.
Und dann können wir hier rechts, glaube ich, durch wahrscheinlich. Und hier die Festung schon mal einreißen. So. Die Festungen hier, die müssen kaputt gehen. Wenn wir hier durch sind, dann können wir hier links hin. Nein, nein, da müssen wir. Egal. Ist egal, wir machen erstmal rechts die Festung gleich kaputt. Und bevor der Nase jucken fremd, die läuft wie bekloppt. Mein Enkel sind es. Tut mir leid, das ist ungünstig eine Aufnahme, ich weiß, aber ich kann es nicht ändern. So, das war dumm von euch beiden, da einen auf Helden zu machen, weil sie sind keine Helden und ihr könnt das einfach nicht. So, wie sieht es hier aus mit Einheiten? Schmiert ihr da irgendwo rum? Erstmal nicht, gut. Nach hier oben. Klick einfach mal an, paar, damit wir, wenn welche sterben, denken welche nachkommen. Das kann die so wirklich schaden. Gut. Und die Mauer können auch gerne zusammen abreißen. Sieht jetzt noch ein bisschen irgendwie, weil ja, der Widerstandsfähig ist und wir keine Belagungseinheiten haben, aber macht ja nichts. So, du übrigens kannst ja auch mitkommen in der Pult. Du kannst hier schon mal anfangen kaputt zu machen. Aber wir marschen jetzt erstmal oben rechts durch. So, endlich. Es ist an der Zeit ohne Konarmee. Ich werde erstmal angreifen klicken, weil ich noch auf den Turm fokussiert. Jetzt wir noch mehr Gold kommen, bekommen, Goldeinkommen erhöhen oder so. Die paar können hier ruhig links nerven gehen, das macht mir nichts aus. Das kann nicht schaden, wenn ihr mal ein paar Leute ein bisschen nerven, damit die nicht Schlimmeres anstellen. Alles nach hier oben. Oh, hier kommen sie jetzt. Okay, das heißt, meine Armee ist gerade nicht hier oben. Und wir kommen wahrscheinlich jetzt sogar durch. Hier müssen Turm abreißen, verdammt. Ein paar viele nach links gegangen jetzt. Das ist nicht so gut. Den Tempel kriegen wir zumindest schon mal. Und dann schön hier mal langsam mal nach rechts oben gehen. Und jetzt kommt es wirklich zum Kampf. Ich mache mal den Wiederherstellungszauber an. Alle ein bisschen angeherrscht sind schon. Das einiges wieder mitmachen kann. Was ist der Turm da oben, ey? Kommt schon die ersten Einheiten nach, das ist schon mal gut. Und ihr hier könnt jetzt mal endlich gleich Festung angreifen, mein Gott. Oder du kannst einen Fern drauf schießen. Muss dann also mal reinstehen, vielleicht einer wird noch verliert durch den blöden Turm und alles mögliche. So, macht mal kaputt den Turm. So, und jetzt die Festung. Nochmal eine etwas größere Truppe. Müssen wir nochmal kurz ausholen. Das Katapult arbeitet an der ersten Festung. Der ja auch. Oh. Geht zur Sache, Leute. Jetzt geht hier richtig los. Katapult darf nicht kaputt gehen. Nein. Wir haben unsere stärkste Schadenskeule auf die Festung verloren. Leute, nachproduzieren, nachproduzieren, nachproduzieren. Oh, hier kommt eine große Truppe. Hier, nachrücken. Nicht den Baum angreifen, am besten die Mauer. Die sinnvoller, glaube ich. Und die Türme machen mich noch platt. In der Mitte kommt man nicht so gut durch, aber oben rechts haben wir es gleich. Wie es aussieht. Wir müssen schon zurück, damit du nicht stirbst und ein bisschen Schaden machst, dann wird die Geschichte wie eben. Genau. Und hier oben rechts, die Festung ist gleich kaputt. Endlich. Schnell diesen Tommy abreißen noch. Dann da. Können wir dann hier auf die Mauer gehen? Oben rechts haben wir es geschafft, wie das aussieht fast. Könnt ihr auch in die Mitte nachgucken. Damit helfen. Oh. Mal kaputt machen mit dem Blitz. Das Katapult, das nervt nämlich gerade. Du hast mal ab. Und AB, ihr macht jetzt die Manöver kaputt. Danach auch die Festung. Ihr auch hier. Ach ja, es braucht noch stundenlang, um hier durchzulaufen scheinbar. Aber danach dürfen wir es auch mal hinkriegen, die Festung abzureißen. Das wäre doch schon mal super.
Ja, Hellstern hält den wieder auf, macht alles nichts. Leute, die Mauer angreifen, versteht das denn kein Mensch? Da drauf! So. Kann doch nicht so schwierig sein. Mein Gott, so. So langsam könnte man auch da rüberkommen, sehr gut, wie auch immer es geschafft hat. Wahrscheinlich mit so Minotaurin Wurf im Gegner. Aber der kann ja schon mal die Festung alleine angreifen. Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt sind wir hier gleich durch. Die haben noch ziemlich viele Resistenzen, die stark aufgebaut, stimmt, die hält einiges aus. Was macht ihr da schon wieder für eine Scheiße? Verstehe ich nicht, warum die so um die Ecke laufen, weil die kommt da eh nicht oben durch. Ist alles zu mit so einem Kack. Der kommt wieder durch, hat er so gemacht. So, jetzt können wir alle die Festung angreifen, meinetwegen. Wirklich alle und nicht hier links abschweifen, wir wollen die Mission erfüllen, diese Festung einreißen. So, das dürfte wohl mal langsam erreichen, dann Truppenstärke bei uns. Ha, so, jetzt aber. Jetzt abschließend. Haben wir die Festung auch abgerissen. Mann, ich bin mal gezogen am Ende mal wieder. Puh. Mann. Das Ende war ja wieder ewig lang. Ach, so Truppenmaschine ein. Sehr schön. Stürzen sie durch das güldene Morgenrot aus den Tempeln, wo die Götter die Augen schließen, gleichsam Spötter. Ich warne euch nur einmal. Genug geredet, Feigling. Stellt euch mir. Atlantis fürchtet euresgleichen nicht. Das sollte es. Ich habe euch gewarnt. Verfolgt ihr mich weiter, werde ich weder euch noch eure Stadt noch euren Sohn verschonen. Ist der jetzt wieder abgehauen? Achso, klar. Sicher, man springt mit dem Kopf, mit dem Rücken zuerst runter, landet auf dem Bein und dann ist man durch. Alles klar. Ja, wie immer das war ein Garensis, unser Feind, und der will jetzt wohl irgendwie abhauen, was er mir davor hat. Dann ist angedroht. Oh, nehmen wir einmal das Heimzahl. Nehmen wir voll auf die Schnauze, aber das in der nächsten Folge. Puh, hatten wir eine ätzende lange Folge heute. Also, für euch. Die mich ziemlich gereizt hat wegen diesen ganzen feindlichen Angriff und der Meteoritensturm und links die Stadt kaputt. Mein Knupfen, wie es auf die Eier geht, die Kamera an den Menschen freuen kann, aber unter Strich war alles okay. Und wir sehen uns in der nächsten Folge am Freitag, wo wir dann gar ganz voll auf die Schnauze geben. Bis dahin, haut rein, Freunde.